Mich trifft der Schlag. Diesen Ausspruch, den haben wir alle schon verwendet. Getroffen wurde ich Gott sei Dank noch nie, genauso wie unser Medizinexperte Dr. Sven Haug. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Kollischan. Sind Sie abergläubisch? Nein. Nein, ich eigentlich auch nicht. Ich klopfe trotzdem mal. Sie auch, damit es auch so bleibt. Genau. Wir befassen uns heute mit dem Thema Schlaganfall. Mhm. Was genau ist es, wenn einen der Schlag trifft? Der Schlaganfall ist eine plötzliche Funktionseinschränkung des Gehirns, in der Regel hervorgerufen durch eine Hirnblutung oder durch eine Minderdurchblutung, die in der Regel auf der Grundlage eines Gefäßverschlusses eines Gehirngefäßes eintritt. Das Ausmaß der Schäden kann schwanken, also es können eventuell nur ganz leichte, kaum wahrnehmbare Störungen sein. Es kann aber auch bis hin zu schwersten Behinderungen, dauerhaften Behinderungen oder bis zum Tod gehen. In der westlichen Welt ist es so, dass 80% aller Schlaganfälle durch Gefäßverschlüsse bedingt sind und 20% durch Hirnblutungen. Und in Deutschland erleiden ca. 250.000 Menschen jedes Jahr einen Schlaganfall. Das sind ganz schön viele. Wenn ich jetzt einen Schlaganfall bekomme, wie fühlt sich das an? Können Sie das beschreiben? Die Symptome eines Schlaganfalls sind ganz unterschiedlich. Es hängt davon ab, welches Hirnareal betroffen ist. Es können beispielsweise Sprachstörungen sein, es können Sehstörungen sein, also vorübergehende Blindheit beispielsweise, Lähmungserscheinungen, ein Mundwinkel hängt beispielsweise oder Sie können die Finger nicht mehr richtig bewegen. Es können Gefühlsstörungen sein, Gleichgewichtsstörungen oder Bewusstseinsstörungen. Und es gibt einen einfachen Test. Amerikanische Ärzte haben für Laien einen Test entwickelt, mit dem man relativ sicher innerhalb von Sekunden eigentlich als Laie feststellen kann, ob ein Schlaganfall vorliegt. Also der Test ist dann für Angehörige oder für einen selber? Im Grunde könnte man ihn auch selber machen, aber eigentlich ist er dafür gedacht, dass die Angehörigen ihn durchführen. Es ist der sogenannte Fast-Test. Fast steht für das englische Wort schnell. Mhm. Ist ein Akronym, setzt sich aus den Buchstaben F, A, S und T zusammen. F steht für Face, also Gesicht. A für Arms, Arme. S für Speech, Sprache. Und T für Time, für Zeit. Und der Test geht folgendermaßen. Zuerst F, Face. Ne? Sie bitten den Angehörigen zu lächeln. Und wenn sich das Gesicht einseitig verzieht oder ein Mundwinkel nicht angehoben werden kann, dann ist der Verdacht, dass ein Schlaganfall vorliegt, gegeben. Das zweite ist Arms, Arme. Sie bitten den Betroffenen, seine Arme bei geschlossenen Augen mit den Handflächen nach oben, nach vorne auszustrecken. Und wenn ein Arm absinkt, beziehungsweise sich die Hand nach innen dreht, dann besteht ebenfalls der Verdacht auf Vorliegen eines Schlaganfalles. Und S, Speech, bedeutet Sprache. Sie bitten denjenigen, einen kurzen Satz zu wiederholen, beispielsweise, nein, ich benötige keine Hilfe. Und wenn er das nicht kann, beziehungsweise wenn das nur verwaschen ausgesprochen werden kann, dann besteht ebenfalls der Verdacht auf Vorliegen eines Schlaganfalls. Und wenn einer dieser drei Teste positiv ist, dann kommt automatisch das T, also das letzte, Time. Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren, denn Time is Brain. Je länger Sie warten, desto mehr Gehirnzellen sterben ab und Sie müssen schnell reagieren. Okay, also ganz schnell sein, erst die Symptome checken oder die Sachen, die man feststellen kann, dann ganz schnell sein und ab zum Arzt natürlich. Wir wollten heute in der Fußgängerzone mal wissen, was denn die Bevölkerung jetzt mit Schlaganfall anfangen kann und waren in der Fußgängerzone unterwegs. Also schlecht wird es dann, übel. Und der fällt dann halt um, denke ich. Das mit der halbseitigen Gelähmtheit, das weiß ich, vom Sehen weiß ich. Atemerscheinungen schwer, ja, aber ob es dann auffällt, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sehe, weiß ich nicht. Schwindelanfall, schlechtes Sehen. Schwindelübelkeit, dann hört es schon wieder auf. Das merkt man nicht, wenn man da so Symptome hat für Schlaganfall. Das kriegen ja heute ganz junge Leute, ne? Tja, was davon stimmt jetzt, Herr Dr. Haug? Im Grunde fast alles, muss man sagen. Der Schlaganfall kann sich eben sehr vielfältig äußern, aber er äußert sich in der Regel plötzlich. Deswegen auch Schlaganfall, es trifft ihn wie ein Schlag.
Und die Symptome haben wir eben geschildert. Genau, diesen Fast-Test, nach dem haben wir uns auch erkundigt in der Innenstadt. Man muss sagen, die Leute wussten nur, dass man schnell zum Arzt ist. Also der Test war vielleicht eine ganz, ganz gute Nachhilfe heute, dass man das eben mal wieder up-to-date hat und sich daran erinnert, wie man eben einen Schlaganfall auch testen kann. Aber es ist im Grunde ganz wichtig, dass die Information da ist, schnell den Arzt zu rufen. Also wenn etwas in diese Richtung auftritt, Notarzt rufen. Denn der Notarzt sollte jetzt den Patienten schnell ins Krankenhaus bringen. Der Patient sollte, bis der Notarzt eintrifft, bequem gelagert werden, am besten sitzend. Und im Krankenhaus sollte dann schnell ein CT durchgeführt werden, also eine Computertomographie des Gehirns, damit man entscheiden kann, ob eine Hirnblutung oder ein Gefäßverschluss vorliegt. Denn man kann bei einem Gefäßverschluss eine Thrombolyse-Therapie durchführen. Das ist ein Medikament, welches die Blutgerinnsel wieder auflösen können, die dieses Gefäß verstopfen. Aber das ist nur sinnvoll innerhalb der ersten Stunden, weil danach die Hirnzellen dauerhaft abgestorben sind. Und mit diesem Verlust der Hirnzellen, ja, wie äußert sich das? Mit Behinderungen oder? Also das kann beispielsweise eine Halbseitenlähmung sein, das kann beispielsweise eine Aphasie, eine Sprachstörung sein, eine Teilblindheit sein, je nachdem, welches Hirnareal betroffen ist. Also es kann richtig übel ausgehen, muss man sagen. Mhm. Was kann ich denn überhaupt tun, dass es überhaupt am besten natürlich nicht zum Schlaganfall kommt? Gut. Der Hauptrisikofaktor für einen Schlaganfall ist der hohe Blutdruck. Wenn alle Deutschen ihren Blutdruck regelmäßig messen würden und wenn er erhöht ist, konsequent behandeln würden, dann hätten wir 50% weniger Schlaganfälle. Der zweite wichtige Risikofaktor sind bestimmte Herzrhythmusstörungen. Das sogenannte Vorhofflimmern ist ein wichtiger Risikofaktor für das Entstehen eines Schlaganfalles. Wenn Rhythmusstörungen auftreten, sollten sie kardiologisch geklärt werden. Spürt man das? Ja, in der Regel wird es als unregelmäßiger Herzschlag gespürt. Es gibt natürlich manche Menschen, die merken das nicht, aber Herzrhythmusstörungen werden häufig glücklicherweise empfunden. Oder glücklicherweise jetzt in dem Fall, weil die Diagnostik geschehen kann. Man sollte sicherlich Normalgewicht anstreben, man sollte Ausdauertraining betreiben und man sollte Zigarettenrauchen aufgeben. Und eines ist auch ganz wichtig, das darf nicht unerwähnt bleiben, man darf keine Warnsymptome ignorieren. Es kann sein, dass man Symptome eines Schlaganfalls hat, beispielsweise eine Sprachstörung oder einen Mundwinkel hängt und dann geht es wieder weg nach ein paar Minuten oder nach ein paar Stunden. Und das ist ein ganz wichtiger Vorbote eines Schlaganfalles. Jeder 10. Patient, der so eine Attacke hat, erleidet innerhalb der nächsten 3 Monate einen Schlaganfall. Also auf alle Fälle auf den Körper hören und dann vielleicht lieber doch einmal zu viel zum Arzt gehen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Haug. Gerne. Liebe Zuschauer, das war's für heute von unserem Gesundheitsmagazin. Und ja, um Gesundheit dreht sich's auch am nächsten Mittwoch wieder.